Am vergangenen Samstag war es wieder soweit. Unter dem Motto „Der Zauber der Hauptstraße“ veranstaltete der Verein Kontraste e.V. gemeinsam mit der Interessengemeinschaft Hauptstraße die Kunst- und Kulturmeile und das bereits zum 22. Mal. Ziel dieser Aktion soll sein, die Hauptstraße zu beleben und auf die verschiedenen Händler aufmerksam zu machen. Für ein gutes Gelingen der Kunst- und Kulturmeile hatte sich Organisatorin Petra Küster vorab schönes Wetter und 22 Grad gewünscht. Obwohl das Thermometer am Samstag ein paar Grad mehr anzeigte, waren die Leute der Einladung gefolgt und in die Hauptstraße gekommen. Finde ich ganz toll. Ich habe ja auch 22,5 Grad noch mal etwas nachgeregelt, was ich bestellt habe. Und besser kann es nicht laufen. Es ist nicht zu heiß. Leichte Wolken, fehlt noch die kleine Brise, aber die Straße ist voll und was will man mehr? Die Straße ist voll, es ist ja auch ein abwechslungsreiches Programm. Wir haben Musiker gesehen, Zeichner, die Straßenkünstler begeistern die Leute, Familien sind mit Kindern gekommen, also die Hauptstraße lebt. Ja, und genau das wollten wir. Zauber der Hauptstraße, der einfach, und wenn es nur für einen Tag ist, fesselt, verzaubert, Besucher sich wohlfühlen, die Händler sich wohlfühlen, den Akteuren allen Spaß macht. Also jeder, der da ist, selbst unsere Berliner Künstler, die sind einfach nur happy. Und ich denke, alle wollen nächstes Jahr wiederkommen. Und das ist doch, ich bin hin und weg. Gepaart mit der Kunst- und Kulturmeile wurde am Samstag auch die dritte Auflage des Zwickauer Straßenmusikfestivals veranstaltet. Überall entlang der Hauptstraße gab es Live-Musik. Inspiriert von den Großen griff auch so manch Kleiner schon mal in die Saiten der Gitarre und ließ sich dabei auch von einer Fee nicht stören. Vorbei, was die anderen sagen, ist uns doch allein. Fahr vorbei, fühl uns frei, die schlechten Zeiten sind dann längst vorbei. Fahr dran vorbei, fühl uns frei, was die anderen sagen, ist uns doch allein. Apropos Feen, die schwebten über den ganzen Tag durch die Hauptstraße und begeisterten die Menschen. Ein Hingucker war zweifellos auch das Gesamtkunstwerk, welches peu à peu entstand und sich am Ende in voller Pracht präsentierte. Mitten auf der Hauptstraße haben wir eine Frau getroffen, die sich früher mit Büchern befasst hat und sich nun für eine andere Art von Kunst begeistert. Keramik war seit 20 Jahren mein Hobby. Wir haben ja auch in der Buchhandlung schon immer Keramikkurse gegeben mit so einem ganz eingeschworenen Kreis. Und man muss ja was tun und das, was einem Spaß macht. Und so habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht und habe jetzt ein Keramikatelier in Pölpitz auf dem Parkdeck. Neben dem Küchenstudio finden Sie uns und ja, wir machen Kurse und es macht Spaß und ja, schön. Wie findest du das, diese Hauptstraßenbelebung, dass diese Kunst- und Kulturmeile mittlerweile zum 12. Mal stattfindet? Naja, beim zweiten Mal waren wir noch dabei. Da haben wir eine Lesung als Buchhandlung im Tunnel gemacht. Da war der noch nicht fertig, sondern als Begehungsstätte. Und ich finde es eigentlich toll, dass ich angesprochen worden bin, wieder mitzumachen. Und wir müssen in Zwickau was tun und Gas geben, dass die Stadt wieder belebt wird und wieder ein Zentrum wird. Und da mache ich natürlich sehr gerne mit. Die Zwickauer Innenstadt zu beleben, das liegt auch Menschen wie Marion Weber, die das Geschäft vom Fass betreibt, am Herzen. Sie veranstaltete Verkostungen ausgewählter Spirituosen und Weine. Mit dabei waren auch Künstlerpersönlichkeiten unserer Stadt wie Heinrich Schulze oder Schnellzeichner Ralf Alex Fichtner. Doch egal, fahr vorbei. Auch
auch auf Zwickaus Hauptstraße unterwegs waren ein Stelzenläufer und eine Toilettenfrau, die unbedingt mit den Leuten ins Gespräch kommen wollte. Es herrschte ein buntes Gewusel am vergangenen Samstag. Man traf Bekannte, verweilte bei der einen oder anderen Attraktion und schaute in einem der zahlreichen Hauptstraßengeschäfte vorbei. Zufrieden zeigten sich am Ende die Initiatoren der 12. Kunst- und Kulturmeile in Zwickau und ließen keinen Zweifel daran, dass die Hauptstraße lebens- und liebenswert ist. Dann auf ein neues im kommenden Jahr.